Toten im roten Blut einer Frau badest, um es zum Leben zu erwecken. Im roten Blut einer Frau. Dann werde ich dich passieren lassen. Ah, okay. Aber dann im roten Blut einer Frau. Also wir müssen irgendwas Blutiges finden. Wir gehen mal hier wieder raus. Dazu brauchen wir bestimmt dieses Assassine-Ding hier. So kann ich mir das vorstellen. Dann finden wir bestimmt irgendwie sowas wie eine Blutleiche oder so. Ja, jetzt bist du da wieder. Komisches Mistvieh. Weil Assassine ist ja hier, wie gesagt, jeder weiß, was ein Assassine ist. Absolut jeder. So, Blut. Blut, 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 Blut. Hier ist kein Blut. Das heißt, so rot, das erkennt man kaum noch was. Ich weiß gar nicht, wo es hier lang geht gerade. Ach so, geht's hier lang. Das ist neu. Dieses Geräusch war neu. Ich muss mich irgendwie beruhigen und auf andere Gedanken bringen. Ich weiß zwar noch nicht wie, aber irgendwie bestimmt. Blut einer Frau, Blut einer Frau, Blut einer Frau, Blut einer Frau. Ich finde hier aber nirgendwo Blut einer Frau. Irgendwas muss das auch damit zu tun haben. Wir setzen noch mal hier folgende Maske auf. Kann mir nicht auf irgendeiner irgendwas raus? Nein. Sterne! Die beruhigen mich wenigstens ein bisschen. Das gibt's nicht, gell? Ich verstehe das nicht. So, wieso können wir die denn nicht aufsetzen? Ja, da kriegt er keine Luft, der Kerl. Not present. Wieso sagt er immer not present? Was ist das überhaupt noch richtig? Ach ja, komm. Optionen? Ich will Hilfe. Hä? Hilfe-Level. Hilfe? Hast du abgeschlossen? Ja. Irgendwas übersehen wir. Oder besser. Ganz viele neue Geräusche. Ganz, ganz viele neue Geräusche. Und ganz, ganz viele Geräusche, die mir überhaupt nicht gefallen. Ha! Keiner da? Oh Mann. Ach, guck mal, ein Schrank. Da liegt was. Ah, ein schwarzes Gewand. Damit können wir schon mal hier die Frau anfangen zu basteln. Oh Mann, dieses Spiel. Spielt es nicht. Nein, vergiss es. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich mache mir einen Energy-Drink drauf. Hier ein bisschen Schleichwerbung, Rockstar und so. Wunderbar. Neue Energie. So, wir haben ein schwarzes Gewand. Sehr hübsch übrigens, sehr hübsch. Es steht nicht aufrecht. Etwas, das hochgelagert halten. Was? Etwas, das es hochgelagert halten müsste, fehlt. Zum Beispiel hier dieses Werkzeug. Das sieht doch interessant aus dafür. Nein. Eine Schaufel? Nein. Eine Eisenstange.
Eine Axt? Irgendwas was? Ja, das da würde ich sagen, aber das kann ich ja nicht aufheben. Überall immer diese hässlichen Pflanzen. Irgendwas fehlt. Etwas, was hoch lagert. Wie ist das gemeint? Ich probiere es nochmal. Ich will das mir genauer durchlesen. Es steht nicht auf. Etwas, das es hochgelagert halten müsste. Hochgelagert. Was ein Wort. Hochgelagert. Wer fällt denn, wem fällt denn zum Teufel so Wörter ein? Nicht irgendwie hier. Das funktioniert nicht so ganz. Werkzeug. Ich weiß schon nicht mal, mit was ich hier alles überhaupt noch probieren soll. Also es ist. Hochgelagert. Wo kriege ich irgendwas her, was irgendwas hochlagert? Ihr seht es gerade nicht, ich tippe so auf meiner Schulter rum, so. Vielleicht sagt mir irgendwas mein Notizbuch, ich guck gerade mal. In dem Buch, das ich in das Zimmer des Schuhmachers gefunden habe, wird ein Selbströder, ist also. Ich stand auf Zusatz nachstellen, das weiß ich. Ich kann nur nächtlich den Himmel sehen. Ist was wirklich verhext, wenn ich nur wahnsinnig verliere den Verstand. Falls sie mal nicht auf ihren Kopf verteilen. Was? Laut einer Schrift, die ich gelesen habe, Anhänger von Ankanas Kulti, um jemanden trauerten Asche aus der Verbrennung seltsamer Elemente auf ihren Kopf verteilt. Das heißt, sie müsste das Symbol des Verlusts und die Zeichen der Erneuerung mit etwas Brennmitteln etwas weg in ein. Aha! Manchmal hilft lesen. Es heißt, man müsse die Symbole des Verlusts und die Zeichen der Erneuerung mit etwas Brennmittel in einem Behälter verbrennen. Okay. Fick dich. Du bist gar nicht da, Geräusch. So, wir haben einen Behälter. Wie zum Beispiel da. Tafel, Tafel. Zeichen der Erneuerung. Ich weiß nicht, was die Zeichen sind, ne? Wir haben einen Behälter. Aber ich kann irgendwie nicht darauf zugreifen. Das heißt, man muss das Symbol des Verlusts und die Zeichen der Erinnerung mit etwas Brennmittel in einem Behälter. Zeichen des Verlusts und Erneuerung. Wo weiß ich, was für eins ist? Ach komm, jetzt kann ich auch lesen. Endlich, der letzte Teil des Mysteriums, das ist schon die letzte Monate gegangen. Die Bücher verlieren die ganzen Tag, ne? Bla bla bla. Bla bla bla, okay. Da ist was Neues, wunderbar. Okay, ich habe gerade einen Brief auf den Tisch gefunden. Es scheint, als wäre es nicht der erste, der fieberhaft nach dir sucht, Anna. Ich muss das Buch finden, das in dem Brief erwähnt wird. Und herausfinden, welcher Tempel gemeint ist. Ein Tempel? Hier? Absurd! Ich muss in das Zimmer des Schuhmachers gelangen und das Buch finden. Tja. Ein Behälter. Ein Behälter. Vielleicht ist das damit gemeint. Ist doch überhaupt nichts passiert. Hä? Sagt nichts oder sonstiges, sondern ist einfach weg. Etwas Brennmittel? Asche? Aha. Dieser Statue ist ja gehört, wie sie genommen hat. Vielleicht ist er hohl. Hohl. Ich bräuchte Blut.
Öl haben wir. Aber Öl können wir nicht da reinkippen. Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht, gell? Also da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Immer wenn ich auf Hilfe drücke, heißt es not present. Vielleicht kann ich irgendwie hingehen. Was ist das? Ach, Teller. Und kann den Behält das Behältnis direkt da drauf schmeißen. Dass ich sage, okay. Nee, geht nicht. Kann ich den Mörser direkt da drauf schmeißen? Geht auch nicht. Du bist echt hässlich geworden, gell? Willst du mir eigentlich irgendwas zeigen, immer in die Richtung, wo du guckst? Nee, gell? Und hier noch sowas wie Behältnis. Behältnis? Behältnis? Da sind noch überall Behältnisse. Warum kann ich die eigentlich aufheben? Ja, ein gigantischer Kerzenhalter. Ist doch nicht. Ach, guck mal hier. Ah, und Blätter in der gut blutgetränkten Wiege. Aha. Aha, aha, aha. Das habe ich völlig vergessen. Okay, dann ist dieses blutgetränkte Ahornblatt hier vielleicht. Oh komm. Das gibt's doch nicht. Oh mein Gott! Da liegt was! Eine Kinder! Ich hab was gefunden! Ich hab was gefunden! Eine Kinderhaube! Da sind Haare drin. So langsam wird's ganz schön obszön. Irgendwie. Das verstehe ich nicht, gell? Danke für die Hilfe, Puppe. Aber auf diesem Blatt Papier steht einfach nichts. Ach Gott, also wieder weg. Ich will diese Tür da aufmachen. Ich bräuchte außerdem irgendwas Kopfiges. Zeit bleibt uns noch. 20 Minuten circa. Ungefähr, vielleicht nur noch 10. Dann ist die Kamera nämlich wieder voll.